Ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer weiteren durchlöcherten Folge Ark Survival Ascended. Und nicht wundern, der AI, das ist der Große, den wir in der letzten Folge gefunden haben und gezähmt haben. Den habe ich jetzt gerade ein bisschen auf Leben gelevelt und so weiter, deswegen sieht er hier ein bisschen zerfetzt aus. So, was haben wir denn? Sieht ganz schön zerfetzt aus. Ja. Genau, was haben wir heute vor? Erzähl mal. Erstmal rüber ins Eisgebiet. Keratin-Cetin-Farm. Genau, weil ich habe ja eigentlich auch einen Argy, zwar einen sehr kleinen, und wir schauen mal, ob er noch einen größeren, hübschen. Ich habe gesagt, ich möchte keinen hässlichen, also von mir aus kann der auch nicht ganz so hoch gelevelt sein, aber er muss hübsch ausschauen. Also ich muss mich auf ihm wohlfühlen, ja, das ist so. Und wenn das nicht ist, dann nehme ich ihn nicht. So einfach richtig, ist es. Genau, aber wir brauchen noch ein bisschen Material für den Sattel auch. Ja, richtig. Dass deiner überhaupt fliegt mit den vielen Löchern in seinen Flügeln, ist ja, komisch, schon auch, oder? Ne? Und was uns aufgefallen ist, wir können sie nicht mehr auf Geschwindigkeit leveln. Genau, das ging früher nämlich schon. Das ging vorher schon in den letzten Folgen, ihr habt es ja gesehen. Also mein Petri, den ich zu Hause stehen habe, der fliegt ja mittlerweile wie eine Rakete durch die Gegend, aber jetzt plötzlich. Ja, meiner ja auch, ne? Meiner auch. Also vermutlich liegt es an irgendeinem Arc-Update, das haben die einfach wieder rausgepatcht. Ja. Mal gucken, also auch in den Server-Einstellungen, mal gucken, ob wir das da wieder einstellen können. Das wäre natürlich mega. So, und wenn wir hier irgendwelche Skorpione sehen oder irgendwas, nehmen wir natürlich mit, ne? Genau, wobei man ja immer gesagt hat, man kann sich selber nicht mehr auf Bewegungsgeschwindigkeit leveln. Das geht schon noch. Das geht irgendwie kurioserweise also, schon noch. Ja, ja, genau. Aber die Tiere nicht mehr. Schau sie dir an, Jo. Wie alles. Na los, hauen wir hier ab. Hier ist eindeutig. Wie schaut's aus mit dem Rexy? Wollen wir den auch mit? Hier ist Rexy? Oh, der ist auch schön. Ja. Na los, komm. Attacke. Okay, war er schon weg. Naja. Los, wir fliegen mal hier unten lang. Genau, ich habe zu Olli vorher auch gesagt, warum bei mir eigentlich immer das so, ich level meine Tiere meistens nicht auf Leben, sondern immer auf Nahkampf. Ja. Mir ist immer lieber, ich kann kämpfen. Gut, wenn sie mich einmal erwischen, dann ist halt blöd, ne? Aber ja, wenn ich sie einmal erwische, dann ist halt vorbei. Dann ist der Kampf erledigt. Und deswegen bin ich eher so der nicht so der Level. Ja. Naja, ich muss nicht auf Leben. Also Leben macht für mich irgendwie so. Also die haben schon immer Leben, klar, aber das ist jetzt nicht so die Priorität bei mir, die ich level. Deswegen leveln Olli und ich auch immer getrennt, weil er levelt seine Tiere nämlich anders wie ich meine. Ja. Und das mögen wir gar nicht, wenn der andere rumfuscht bei dem anderen. Ja, und ihr seht ja die Werte jetzt mittlerweile von dem AG Level 257. Gesundheit 27.000, also ich könnte mit dem ja hier eigentlich allein einen Bosskampf machen. Aber, naja. Und bei solchen Viechern ist es halt echt schade, dass, wenn man die dann verliert, ist halt doof, ne? Es tut dann richtig weh. Das tut schau mal, da vorne fliegt schon mal einer. Warte, ich komme. Zwei. Und ich habe eine Flinte gebaut mit Betäubungspfeilen, aber ich habe nur 15 rausbekommen. Zeige ich euch auch gleich alles. Alle hässlich. Echt? Ja, ich bin blauen. Oder ein türkisen oder irgendwas anderes. Ach, da. Der gelb-schwarze sieht allerdings doch schön aus, gell? Gelb-schwarze? So, dann schauen wir mal. Also direkt vor mir fliegt ein gelb-schwarzer noch gerade. Der hat Level 55. Da hinten ist ein 15er, noch ein 15er, ein 20er. Warte mal, hier ist ein 125er. Warte mal, da ist ein Rex. Jo, mach die mal alle platt. Jetzt bin ich abgestiegen von meinem Vogel, glaubst du das? Ich habe eh gedrückt. Ja, dürfte aber nichts mehr passieren. Nee, der ist gleich gelandet. So, jetzt muss ich mal gucken, wo du hier bist eigentlich. So, einmal hier. Ja, man verdrückt sich halt manchmal. Das ist halt so. Oh, da drüben ist ja ein schöner Agi. Oh, türkise Spitzen hat der. Oh, siehst du? Der wäre es jetzt. Mal gucken, ob er überlebt. Der hat 50er Level. Der daneben hat ein 100er Level. Auch türkise Spitzen? Nee, leider nicht. Nee, aber nur Spitzen, das reicht mir eigentlich nicht. Ja. Na okay, dann suchen wir weiter. Nützt ja nichts. Ja, ja, ja. Das was haben wir denn hier alles? Oh, hier scheint die Sonne aber. Sabertoothies. Okay, achso, hier unten wollte ich nämlich auch gern mal noch nach Perlen tauchen. Hässlicher Brauner. Weil hier muss es irgendwo Siliziumperlen geben, die braucht man dringend. Hässliche Braune. Ich muss mal gucken, wo die waren. So, hier gibt's auch. Au!
Muss man das? Ein Skorpion. Hallo? Skorpion. Oh ja, die brauchen wir, das ist gut. Ja, und hier gibt es auch Kristall, ne? So, kannst du mich mal ganz kurz beschützen hier drüben? Auch ich Kristall hole ich gleich. Bisschen angetitscht. Ja, macht da nichts, deswegen kannst du mich doch beschützen. Warte, ich tauch mal hier hin, ich gehe mal hier hin. An die Spitze, ja? Siehst du mich? Nee, mal, ich bin hinter dir. Gut. Der ist auf passiv eingestellt. Alles gut, ich stehe hier. Super. Komm mal rein ins Gebrüll. Boah, eine schöne, fette Haie. Aber keine Perlen. Doch, Perlen. Hier gibt's Perlis. Da starten gerade neue Agis. 18 Stück, das ist jetzt nicht die Menge. Schauen wir mal, ob hier noch irgendwo welche sind. Wenn du zufällig auch noch einen Otter siehst, ne? Ja, dann aber. Da bist du. Ja, das waren viel zu wenige Perlen hier jetzt. Ich muss mal hier drüben hingehen. Oh, noch mehr Haie. Viele Haie, keine Otter, ne? Ich sag's nur. Ja, Perlen müssen wir dann weiter gucken. So, ich hol mir mal das bisschen Kristall hier, ne? Ja. Geräusche. Ja, es ist furchtbar, ich weiß. Nein, das ist cool. Ich finde das total cool, so. Das Geräusch, aber eklig cool irgendwie. Eklig weißt du? Cool, ja. Nützt ja nichts, das müssen wir ja machen. Ne? Wir bauen... Nützt nichts. Oh. Was heißt oh? Hier liegt ein Skorpion. Achso, den habe ich gerade zerhackt. Wieso geben die so wenig Piraten? Oder du hast die meiste Seite schon, die meisten Dinge schon eingesammelt. Kann auch sein. So, und das Schöne ist an so einem Agi, ne, an so einem Airbus, da kannst du alles reinschmeißen, das juckt den gar nicht. Oh mein, das ist ja süß. Ach komm. Was hast du denn jetzt schon wieder entdeckt? Nein, ich will es nicht haben. Aber hier sind die kleinen, na, wie heißen die mit die kleinen Runden. Die kleinen Runden? Ach, die Diplo, ja. Die so, ach, was nein, weiß nein. Wie du heißt du? Schon. Dödis, genau. Dödis sagen genau. Wir immer. Ja, genau, die heißen natürlich Dödikurusus. Dödikurus. Und hier ist ein Baby. Baby Dödi. Schau dir das mal an. Ja, du, ich kann gerade nicht, ich bin gerade Perlen holen. Ein Baby Dödi. Oh. Perlen vor die Säue, sage ich nur. Okay, mehr gibt's hier nicht jetzt. Das ist ja blöd. Wo hast du jetzt? Schaust du dir jetzt mal das Baby-Dödi an hier? Ist das süß, hä? Ja. Komm, das ist süß. Das ist süß. Da brauchen wir nachher auch nein, noch. Nein, wir töten die Mama nicht. Ja, nee. Ja, aber die Mama, die töten wir nicht. Also, wenn sie so glücklich hier ganz friedlich durch die Gegend, ne? Dann. Ja. So, was das haben wir denn hier noch Schönes? Süß. Jetzt ist er erschrocken vor mir. Ja, lauf mal. Lauf zur Mama. Komm, lauf. Ich verhungere. Juhu. Ja, übrigens, wenn man so sich extremen Situationen aussetzt hier, wie. Saukälte und viel Wärme, dann kann es passieren, dass man dann halt schneller hungrig wird. So, ich brauche immer noch Perlen. Immer nur Fischis hier. Von Perlen war doch gar nicht die Rede, oder? Nö, wenn wir einmal hier sind, nehme ich die auch mit. So Öl brauchen wir definitiv und das gibt es hier irgendwo. Muss man auf die Map gucken. Ja, einfach hier mal ein bisschen rumeiern. Genau, wenn ihr euch jetzt natürlich fragt, was ist denn los, warum macht denn das denen nichts mehr aus? Nein, wir haben uns auf Resistenz gelevelt und zwar ziemlich heftig sogar. Hier unten, 96er Resistenz ja, ist schon... Oben ist. Ja. Genau, aber 96, ich bin bei 200 irgendwas mittlerweile. Genau. Das ist schon heftig, ja. Weil ich bin Frau und ich friere immer deutlich schneller als Olli. Und hier mit den geilen Viechern kann man sehr gut Höhlen machen. Mit den Megatherium-Sesen. Die sind richtig gut. Zum Beispiel für die Sumpfhöhle und so weiter und so fort. Wo ein Artefakt drin ist. Aber für diese Höhle, das ist so ziemlich die schwerste auf der Insel, glaube ich. Da brauchen wir schon... Oh, ja. Heilschwein. Ein Heilschwein ist gut. Das müsste ich dann aber schleppen. Wir brauchen aber ein hohes, ne? Ja, wir machen mal erstmal die Wölfe weg. 15. Du machst das schon. Hier 20. Ist schon ein... Oh, hier sind ganz viele. 20... 15. Also das ist keins über 20, ne? Da rennt noch ein das kleines ein Baby rum. Was ist denn das? Ein Ovis-Baby gefressen. Toll.
Mensch. Und das Megatherium. Ein kleines Schweinebaby. Schau, hier liegt da direkt vor Ihnen ist ein. Nein, das ist ein Ovis-Baby. Oh, okay. Ja, ein 15er Schwein, da müsste ich dann halt wieder zurückfliegen. Pass auf, ne? Nicht, dass die. Ja, ja. Ich kann ja mal weiter. Die Schweine haben so eine ähnliche Funktion wie die Lüstis. Hm. Die Lüstis leveln und die Schweine heilen. Ja. Also auch die, wenn die da sind und die Fleisch im Inventar haben, dann heilen die ganze Zeit alle Tiere, die halt in ihrer Umgebung sind. Ja, wollen wir eins holen oder nicht? Ja, also ich würde eins holen. Aber wir haben jetzt gerade hier. Wir müssen uns entscheiden, für welches, weil. Das ist völlig egal, muss ich die weil die. Anderen sind. Töten? Ja, ja, töte du. Ich. Warte, lass mich nochmal gucken. Dann nehmen wir wenigstens das 20er mit. Achso, welches ist denn das 20er? So, ihr seht gerade, wie das geheilt wird. Das Schwarze, was davon läuft. Das Schwarze. Das hier, wo ich gerade bin? Wo bist du gerade? Nee, das ist ein 15er. Das kannst du wegmachen. Okay. Weil die, das ist ziemlich schwierig, also das jetzt zu zähmen, wenn die anderen noch aktiv sind. Also die beiden Schwarzen. Das ist 20er, das Schwarze da? Genau. Okay. Hat jetzt den Kollegen aufgefressen, ist ganz schön eklig, ne? Echt? Ja. So, pass auf, dann lande ich mal hier irgendwo, dezent, und du hältst das mal in Schach. Oh, da hinten rennt noch. Ja, warte, ich muss hier unten noch weiter, weil hier gibt's noch mehr. Da ist ja das andere. Schwarze ist ja da auch noch. Okay, das kommt her zu mir. Hier ist irgendwo ein Rex. Ein Rex oder ein. Ein Mammut. Genau, Mammut. So. Okay. Da ist das Schwein. Kannst du es irgendwie locken? Wo bist du denn? Hinter dir ist das Schwein, so. Genau. Aber ja. Ich muss mein Agi, muss ich halt ein bisschen aufpassen. Hui. So. Die sind nicht so intelligent, die Schweine? Nee, die hellsten sind es nicht. Wie ihr seht, ist es nicht so schlau. Jetzt kommt es doch zu dir. So, es heilt sich auch schon wieder. Das ist ein bisschen. Genau, ich habe Hammel dabei übrigens. Sehr gut. Oder? Habe ich noch einmal dabei? Ja. Komm, schlaf ein. Genau, als unsere Basis dann immer größer wurde, hatten wir dann auch ganz, ganz viele von diesen Schweinen. So, ich habe nur noch halbe Energie. Jetzt haut's ab. Genau, abhauen heißt immer, es ist eigentlich kurz vorm Einschlafen. Weil das machen sie dann, dann flüchten sie immer. Okay, ich schläf. Ja. Hau Hammel rin. Ich hol mein Viech. Er ist, glaube ich, unter uns, oder der Rex? Ja, ne? Der ist in der Höhle unten drin. Er ist auf jeden Fall irgendwie nicht so gut auf uns zu sprechen, habe ich das Gefühl. Nee, der ist ein bisschen dezent sauer. Aber das ist uns ja wurscht. Wir sind nämlich oben drüber. So, und dann wird das Schwein sozusagen hier schön gezähmt. Genau. Jetzt bekommt das zeigen wir euch dann, wenn wir dann in der Basis sind, wenn das dann. Also da gibt es mehrere Möglichkeiten. Wenn es ganz, ganz dringend ist, kann man sich auch auf das Schwein draufsetzen, wenn es einen Sattel hat, und zwangsfüttern und dann heilt das in einer Tour. Also ja. Das sieht man dann auch, das hat dann so einen Strahl. Also eben gerade hat man gesehen, es hat einen roten gehabt. Wenn es dann heilt, hat es einen grünen. Und dann geht der Grüne die ganze Zeit tschu, 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 ja. Tschu. Und so heilt er dann natürlich alle Tiere, die in der Umgebung sind. Würde jetzt zum Beispiel dem Agi vom Olli gut tun. Mhm. Genau. Ja. Genau. Und wenn man so von so einem Kampf kommt oder so und da wirklich einen Haufen Tiere hat, die echt ganz schön eine abgebekommen haben, dann kann man das schön machen. Ja, und ganz, ganz wichtig, das Schwein stellen, wenn ihr das Schwein skillt, nur auf Nahrung skillen. Genau. Damit es extrem viel fressen kann. Und das frisst euch auch wirklich die Futtertröge leer, wenn Fleisch drin ist. Ja. Ne? Da müsst ihr aufpassen, genau. Immer Nachschub haben. Also die kann man natürlich auch ausschalten. Man kann die sozusagen einschalten, dass sie heilen. Aber man kann die auch wieder ausschalten. Weil wenn gerade kein Tier wirklich geheilt werden muss, dann kostet das euch wahnsinnig viel Fleisch. Also ja, dann, die sind extrem hungrig. Ja, ja.
Na, mein Agi, du bist ein Braver. Ein braver Magst du mal Zerfetzter. ein bisschen rumfliegen, ob du irgendwo noch einen schöneren Agi siehst, was irgendwas Blaues mit hoch und so? Blaues mit hoch und so? Genau, und wenn ja, dann schön, wenn nein, dann bitte töten die Hier ist Agis, damit neue spawnen. ein goldener. Au Gold. Okay, blau, Ich sag's blau, nur. gold, Ach, Level 2. fast, fast. Fast, ne? Es ist ähnlich. Ja. Ja, man muss sie leider töten, damit neue spawnen. Das ist wirklich so. Tatsächlich ist das leider so. Aber hier gibt es wieder Waldgebiet. Hier geht mein Rechner wieder in die Knie. Vielleicht wünsche ich mir zu Weihnachten einfach einen neuen, weißt du? So, nochmal ein Stichwort zur Hostbarriere. Normalerweise, wenn wir einen Non-Dedicate-Server jetzt hätten, auf meinem PC zum Beispiel eingerichtet, würde Dani jetzt hinterhergezogen werden. Haben wir tatsächlich bei unserem ersten Ausflug, den wir gemacht haben, ja in Ark jetzt tatsächlich erlebt. Ich Ja. wollte immer wieder zu meinem Tier und bin immer nach hinten geflogen. Ich wusste gar nicht warum. Ich habe es Das gar ist. nicht gecheckt, bis wir dann kapiert haben, dass Olli weggeflogen ist und ich dann immer mitgezogen wurde. Es war natürlich ganz schön doof. Hier ist halt nur ein 70er. Nützt dir nichts, auch kein blauer. Tut mir leid, tut mir leid. Ja, Tiere da unten auch nicht schlecht. Genau, Biertiere, auch lustig, die kann man tatsächlich nur zähmen, indem man ihnen Bier gibt. Genau. Bier gibt es allerdings erst viel, viel später, also Nö, das wir ist könnten das schon die zu. bauen. Echt? Ja, wir könnten schon fast Aber wir bauen, können es ja nicht, wir haben es ja noch nichts angebaut. ne? Nee, 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 das ist schon richtig klar. Aber ich sag Ist nur, auch wir. so die Frage, ob wir da überhaupt schon anbauen wollen oder ob wir das erst machen, wenn wir dann umgezogen sind. So, was bist du für ein Kollege? 25er. Ach, wie süß. Ja, also jetzt gibt es keine interessanten Aegis im Moment hier. Da muss ich Sie enttäuschen, junge Frau. Genau, gehst du mal ein bisschen ins Waldgebiet und holst mal ein paar Oh, die Narkobeeren? kriege ich doch hierher. Kriege ich die hier irgendwo Ja, weiß ich gefarmt? nicht, aber wir sind hier nur noch bei der Hälfte mittlerweile Okay. an Betäubung und naja, nicht ganz, aber so auf jeden Fall unter drei Nein. Viertel und das. Nein? Ich muss weg. Was hast du denn gemacht? Da war irgendwie ein paar Wölfe. Ich habe keine Narko-Berries. Verdammt. Ja, ich habe kein. Habe ich. Ich habe nichts mit. Nee, ich habe echt nichts mit. Ja, da musst du kurz ein bisschen wegfliegen, weil es hält's nicht aus. Also So, ich ich werde bin dir auf dem sagen. Weg. Ich bin auf dem Weg, aber was soll ich denn machen? Ich weiß nicht, ob ich hier die Büsche sammeln kann hier. Ich schau mal. Immer habe ich Narkobärchen dabei. Immer. Ja, 6 Stück habe ich schon mal. Acht Ach, ich habe Stück. auch 9 Stück hier im Inventar von Ja, dann nimm meinem. die erstmal, ja. Ja. Muss ich, weil. Die werden natürlich jetzt einfach verblasen, ne? Ja. Glaube ich. Also die neuen. Ah, das sind die schon weg? Die Haben die sind schon was weg. gebracht? Nicht viel. Warte, ich komme gleich. Ich bringe dir gleich. Oh, schon wieder Wölfe. Ich flipp aus. Muss den jetzt aber leider platt machen. Wo ist er hin? Ist er weg, sonst Ja, rennt er mir mach doch die hinterher. Wölfe platt. Mach doch keinen Skizzer jetzt da. Nee, nee, das ist, der war jetzt weg. Boah, hier muss irgendein Riesenviech hier unten drin sein. In der Höhle, gell? Ja, Ja. ja. Es ist auch eben gerade hat's gebumpert hier. Welche Taste? Bist du aber elegant über mich drüber Schon, gesprungen, sagt oder? man schon auch so. Ja. So, schraub mal wieder hoch. Ihr seht, hier unten geht dann die Betäubung wieder hoch. Aber mit den Bärchen ist natürlich, ne? Ja. Ich werde gleich nochmal losfliegen, müssen neue holen. Wie viel Prozent hatten der? 79. Oh ja, gut, das geht. Oh, 83, gerade nochmal gefressen. Ich schau mal, ob ich hier unten landen kann. Nicht, dass hier gleich wieder irgend so ein Stapfvieh kommt. Da unten, das ist der Kano. Der macht da so einen Haufen Lärm. Ach, wie hießen die, die so lustig immer geschrien haben? Das war bestimmt nicht, weißt du, das ist doch bestimmt wieder so eine Gruppe gewesen, wo der eine immer die delegiert. Oh, wie hieß denn die nochmal? Yetis, Jutis. Jutis, genau, die Genau. Jutis, die schauen aus Plüschtiere. wie Plüschtiere, genau. Nein, wie Kanus, oder? Nee, So, wie passt mal auf. Alus. Wie Ich zeig Alus, euch bloß jetzt. größer mit Fell. Genau, ich zeig euch mal schnell was.
Wir haben jetzt Level 260 und 4 zu vergeben. Ich mach mal den Alpha-Kanu platt. Das ist nämlich ein Alpha hier. Ach, hast du ein Alpha? Ja, das ist immer gut. Da gibt es meistens nicht mehr. So. Jetzt schauen wir mal. Na. 15, also 11 Level hat er jetzt dazu bekommen. Allein nur, weil ich dieses Biest hier. Naja, die Alphas leben. Gut. Ja. So, warte, ich hole mir noch. Wie weit bist du? Nee, mach nicht mehr. 99,7, der ist gleich da. Okay. Bin ich wieder hoch. Da hinten. Ist so schön, dass das jetzt alles angezeigt wird. Finde ich cool. Na, da ist er. Was wir uns schon gesucht haben und so. Das Schwein. Der hat mir bestimmt... Oh, 19, zack, schnell rausnehmen. Die fressen wirklich. Und beim Rausnehmen noch eins gefressen. Also, da machen wir mal schnell. Ja, sie sind nicht hübsch, ne? Aber warte mal schnell. Hast du normales Fleisch? Du hast doch ganz viel Fleisch, ich oder? Ich hab ganz viel. Warte mal, der folgt dir gerade. Warte mal, ich... Wie folgst du? Ja, aber ich würde mal gleich zeigen, wie der heilt. Ach so, ja. Ja, das ist dann gut. Könnte man sein Vögelchen nämlich gleich heilen. So, pass auf, schau mal hier rein. Dann braucht er natürlich bloß was, genau. Oder mach du mal, genau. So, passt und dann auf. Mussten mal ach so, wir, nee, wir haben keinen Sattel. Ach so, ich kann nee, den du so kannst ihn trotzdem einschalten. Kannst so, hier, passive Heilung aktivieren. Zum genau. Reiten Sattel ausrüsten, pass auf. Und er fängt da jetzt an. Gleich hier dieses rote Zeug da zu machen. Na, eigentlich grün. Wenn er uns heilt, dann ist er mal grün. Ach so, meinst du? Ja, ja. Es ist eigentlich aktiviert. Warum macht das nicht? Ich hatte keinen Bock. Vielleicht sehen wir es bloß nicht hier. Nee, oder er braucht einen Sattel, damit er das macht. Nee, eigentlich nicht. Ich glaube schon. Warte mal, ich schau mal, ob ich einen herstellen könnte. Im AG, der hat nämlich eine integrierte Werkbank übrigens. Jetzt geht's los. Da. Zack, ja, genau. Zack. Ja, das haben die Leute nicht gesehen, ne? Wahrscheinlich nicht. Nee. Also jetzt hat er dreimal hat er richtig grün gepumpt. Grün gepumpt, genau. Immer und näher mit dem ran hier. Ja. Aber ich glaube, das dürfte schon wieder leer sein, das Fleisch, oder? Nö, nö. Nee? Nee. Okay, also kommen wir nochmal zur Werkbank im Agi zurück. Er hat eine integrierte Werkbank. Ihr seht das, hier kann man Sättel herstellen. Schauen wir mal, ob der auch da Edon hat. Jetzt, schau mal kurz. Ja, ist immer zu spät. Also ich brauche noch Metallbahnen und Fasern. Das müsste ich alles zu Hause haben. So, und ihr seht, ich habe schon wieder Hunger. Das liegt einfach daran, dass wir hier in der Kälte rumstehen. Da nützt ja auch die Resistent nichts. So, ich würde sagen, warte mal, wir müssen den mal auf die Folgen machen. Erstmal mich aktivieren und dann die Folgen. So, passt auf. Jetzt nehmen wir uns den mit dem Agi und können den nach Hause bringen. Passt auf. Zack, da ist er schon. Das Schweinchen und der Agi. So, jetzt müssen wir wieder nach Hause fliegen. Es nützt nichts. Ja, es nützt nichts. Weil das Schweini muss noch hausgebraucht werden. Genau, und das ist wichtig, weil wie gesagt, das kann heile, heile Segen machen. Und ja. Das brauchen wir ganz, ganz dringend. Richtig. So. Und wie gesagt, je größer die Basis, desto mehr. Also die haben ja auch bloß eine bestimmte Reichweite, wo sie heilen können. Und da haben wir dann auch, also wenn die Basis größer wird, haben wir da überall Schweine stehen. Ja. Überall lustig stehen. Jetzt, also jetzt immer, habt ihr das gerade gesehen, wie es geheilt hat. Die stehen immer nebeneinander. Lüsti und Schwein stehen immer nebeneinander. Und da geht man dann immer durch und macht hier einmal da, einmal hier, einmal da, einmal. Ja. Und das passt wunderbar. Das sieht aus. Ich find's schön. So, und dann gehen wir hoch auf den Berg, wir müssen mal Kristall und Metall holen und dann nochmal ins Eisgebiet zurück. Das nützt alles nichts. Weil wir unbedingt Zetin und Polymer brauchen. Genau. Am Vulkan gibt es auch noch Argis, da werden wir dann auch nochmal gucken, ob für mich was dabei ist. Auf jeden Fall, ja. Ich und wenn nicht, sagen, dann fangen wir wieder von vorne an, weil so wir haben ja viele Argis jetzt getötet und wenn die jetzt alle nachspawnen, dann kann es sein, dass ich nochmal einen schönen finde. Ja, ja, wie gesagt, wir haben diese maximale Schwierigkeit auf dem Server auf, ich glaube, 30 erhöht. Die ist normalerweise bei 5. Und das heißt auch, dass hier größere Dinos bauen. Normalerweise hast du nur maximal 150, müssen wir mal gucken. Da gibt es auch einen Admin-Befehl, um alle wilden Dinos zu töten und damit zu erzwingen, dass alle neu spawnen.
Genau. Genau. Das ist dann dieses. Spawn halt die Großen auch. Kill all irgendwie. Ja, Kill Wild Dinos heißt der. Oder Kill Wild Dinos. Weil einmal habe ich tatsächlich schon mal Kill All gemacht, da waren alle unsere Tiere weg. Ah ja, genau, waren unsere auch weg. Genau. Genau. Unser Kano steht übrigens immer noch ganz brav da, den haben wir vorher nochmal gefüttert. Mhm. Den Baby, den wir da aus Versehen. Aber die haben das auch verändert, die Fläche hier, ne? Die sieht, naja, glaube ich gar nicht mal. Weil vorher hattest du ja richtige Abhänge gehabt hier, links und rechts nach ja, unten. Ja. Aber ich denke, wenn wir das hier alles wieder platt machen, dann ist das wieder eine Fläche. Ja, da müssen wir halt Tore bauen. So, jetzt bauen schauen wir mal, jetzt sind hier Raptis. Jetzt muss ich mal aufpassen, nicht, dass mein Kano hier jetzt platt gemacht wird. Wo ist das unser Kano, der hier oben schwebt? In der Luft. Flying Vor allem Kano. Ist da ein ganz, ganz dunkelblauer Raptor dabei. Boah, ist der schön. Ja, furchtbar. Was? Was haben wir denn jetzt hier überhaupt? Was machst du hier? Ach, du hast ihn gefüttert, oder? Ich hab bloß Ausdauer ein bisschen gesnackt. Ach so. Aber der steht sowieso auf neutral, ne? Der steht auf neutral, genau. Der kann sich verteidigen. Genau. Okay, ich würde sagen, ich hole euch zurück ins Video, wenn wir drüben sind. Was? Bis gleich. So, da sind wir auch schon wieder zurück. Bei unserer kleinen, ja, in unserem Zoo, würde ich es fast nennen. Komm, jetzt sei doch nicht so. So, hier ist dein Schwein, bitteschön. Rechte Maustaste drücken, wird es wieder losgelassen. So, ich lande mal schnell und versuch mal so einen Sattel zu bauen. Schauen wir mal, ob wir auch genug Metall haben. Das sollte klappen. In der Werkbank unter Sättel. Das müsste der sein, genau. Ja, das reicht. Und dann können wir die auch zwangsheilen lassen. Dann haust du den mal voll Fleisch oder soll der sich das alleine ziehen? Das kann der sich alleine ziehen. Also, du hast jetzt gerade was Aktuelles, was wirklich dringend geheilt werden muss. Ja, mein Dann müsste was natürlich, genau, dann können wir natürlich den zwangsfüttern und sagen, okay. Das können wir gerne mal zeigen, wie das dann ausschaut. Der hat nicht viel Nahrung drin, ne? Ihr seht das. Das ist wirklich nur ein Lalifari. Wenn man ein bisschen rohes Fleisch holt und den da reinstopft. So, warte, ich bring dir was. Achso, das ist schon okay. Ja, ja. Dann müsste man den kurz zwangsfüttern. So, wo ist denn dein Agi? Ist der in der Nähe? Ja. Der ist hinter dem, ja. Genau. Schauen wir mal, wie das aussieht. So, dann setze dich mal drauf. Ja, warte mal, ich muss ihn erstmal fressen lassen. So, ihr seht, da unten bei Nahrung, der Balken wächst langsam. Und das ist noch ein recht kleines Schwein, also das wird jetzt nicht so viel verbrauchen, aber bei großen Schweinen, so Level 400 oder so, das ist dann schon wirklich extrem. Muss man nochmal ein bisschen was rausnehmen, jetzt habe ich dem unser ganzes Fleisch gegeben. So ein bisschen. Das ist natürlich doof. Die Hälfte. Ja, ja, die Hälfte reicht auch. Weißt du. So, wir haben mal 1200, passt mal auf, da setze ich mich mal drauf. Und dann braucht man nur rechte Maustaste drücken. Und dann legt er los. Und dann geht's los, genau. Dann heilt er hier alles, was zu heilen ist, in seiner Umgebung. So, und da schon Nahrung wieder alle, ne? Ihr seht's. Ja, so ja. Schnell ballert der das durch. Und es ist auch völlig egal, was du da reinschmeißt an Nahrung. Also wir haben jetzt noch keinen Unterschied feststellen können. Da wird's nicht weniger oder mehr. So Obst und Gemüse oder so, das mag er gar nicht. Nee. So, und nochmal rechte Maustaste drücken. Dann heilt er wieder durch, bis er fertig ist. Da oben seht ihr schon, dass Daedon hat nicht genug Nahrung, ne? Und dann machst du halt den Spaß wieder und wieder und wieder. Oder ihr wartet einfach, bis er sich von alleine vollgefressen hat. Wenn der mal 8000 Nahrung hat, da wie ihr seht, dann ist das schon eine Menge. Da kannst du schon wirklich viel heilen, ne? Genau, und dann, also deswegen schaltet man den da eigentlich auch zwischendrin immer mal wieder aus. Ja. Aber sonst, würde der die ganze Zeit, der würde da nicht hochkommen auf seine, auf das, also dass das Essen mal ganz voll ist. Ja. Ich werde mal schnell mal kurz meine Rüstung reparieren, weil die ist ja völlig fertig. Das macht ihr übrigens auch in der Werkbank. Außer die Stoffrüstung, die könnt ihr in eurem Inventar reparieren, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob man die hier auch im Inventar hat. Auch bestimmt, aber in der Werkbank geht es halt besser. Weil da alle Ressourcen schon drin sind. So. Die Höschen auch noch. Und ich habe gar keinen Helm, siehst du? Wo ist dein Helm? Kaputt. Aber ich kann ihn leider nicht reparieren, weil ich kein Zitin habe. Oder mal schauen, was er sagt, aber ich glaube es nicht.
Nee, reicht nicht. Ich bräuchte 26 zum Reparieren und von daher. Ist es blöd, da lasse ich den jetzt hier drin liegen. Ja, 4 Betäubungspfeile habe ich noch. Lass mal schauen. Du schau mal in die eine Kiste. Da, ich habe da, glaube ich, auch welche reingetan. In welche Kiste hättest du denn? Ja, in die, wo die ganzen Materialien drin sind. Und ich habe noch 20 Zetin hier in meinem... Oh ja, dann pack die gleich in die Werkbank am besten mit rein. Ja, ja, ich bin dabei. Sehr gut. Und ihr seht, ich habe auch einen 185er Bogen gefunden, aber ich bin kein Bogenfan. Von daher, wenn wir den ganzen Bums hier, wenn wir dann Kühlschränke haben, dann ist das Obst auch besser haltbar. Genau. Ich bräuchte dann aber auch bald noch eine zweite Kiste für Material. Material? Ja. Reicht dir die 300 Slots nicht? Jetzt gleich nicht mehr, die wird gleich voll sein. Ach, da mache ich mir gar keine Sorgen. Okay. Da ist ganz viel. Das ist eine Mod. Big Storage Box heißt die. Aber die Mods seht ihr ja selber, wenn ihr bei euch im Spiel geht. Ins Spiel geht unter Arc Mods irgendwie, sowas steht da. Da habt ihr im Singleplayer die Mods drin. Oder wenn ihr halt auf dem Server spielt, dann werden die auch da angezeigt. Aber dann halt eben bei Litrado unter Mods. Ich tue dir mal hier noch ein paar Pfeile rein, die ich auch gefunden habe. Okay. So, hier so im Mörser Schießpulver herstellen. Mit Zündpulver und Kohle aus den Öfen. Könnt ihr schön Schießpulver herstellen. Das braucht ihr wirklich in rauen Mengen, das Zeug. Deswegen werde ich hier auch noch mal ein bisschen was durchlaufen lassen. Genau. Und hier natürlich auch ein bisschen... Narkosemittel. Über Medikamente braucht ihr Narkoberries und verdorbenes Fleisch. Ja, seht ihr ja selbst hier. Ich werde mal ein bisschen was mitnehmen, oder? Falls wir einen betäuben müssen. Narkosemittel? Ja. Naja, ist besser. Aber ich muss den leider mit Pfeilen betäuben. Das ist blöd. Oder dann nimmt er richtig viel Schaden. Das ist nicht gut. Aber ich habe nur noch 4 Betäubungspfeile und ich glaube, die werden nicht reichen. Die habe ich ja gerade erst da reingetan. Nee, ich meine hier diese kleinen... Die da. Diese fürs Gewehr. Da habe ich nur noch 4. Ja. Und das ist halt leider auch nicht das beste Gewehr. Ich hoffe, dass wir im Drop mal eins finden. Damit das wieder losgeht. So, ich würde sagen, wir fliegen wieder rüber, oder? Ich weiß nicht, du müsstest, glaube ich, noch ein bisschen warten. So ganz frisch ist dein Ding noch nicht, dein Agi. Ach so. Ja, stimmt. Der sieht noch ein bisschen mies aus. Da werden wir ihn hier noch ein bisschen, ne? Bisschen füttern und dann holen wir euch dazu, wenn wir wieder losfliegen, ne? Bis gleich. So, ihr Lieben, in der Wartezeit, während mein Agi hier draußen heilt, habe ich mal einen Fabrikator gebaut. Den baut man hier drin, unter Strukturen, Herstellung und dann ist der hier drin. Ihr seht die Materialien, die der braucht, das ist nicht wenig. Ja. Und in dem Fabrikator können wir dann wirklich sehr, sehr viele Sachen herstellen. Unter anderem die wichtige Tauchausrüstung, mit der man schön unter Wasser tauchen kann. Die ist übrigens auch gut für vergaste und verstrahlte Höhlen. Dann haben wir hier die Feldflasche, Strukturen, hier natürlich ne, Stromgenerator, ganz wichtig. Dann später für den Kühlschrank. Und die Klimaanlage ist sehr, sehr wichtig, für, um Eier auszubrüten. Und Verteidigung, dass wir hier ein automatisches Geschütz, das wäre dann für uns interessant, wenn wir hier mal gegen die Möwen vorgehen wollen. Ne? Aber wie gesagt, das kostet alles einen Haufen Zeug. So, was haben wir noch? Dann haben wir hier den Industriezerkleinerer. Der ist sehr, sehr lustig. Der zermalt uns sämtliche Rohstoffe. Also wenn wir jetzt hier so alte Rüstung haben oder so, die schmeißen wir da rein und lassen wir einfach da durchlaufen. Und dann haben wir die Chemiebench. Die ist ebenfalls sehr cool. Das ist so eine Art Mörser mit Turbo-Modus. Ja. So, und kochen haben wir hier den Industriegrill. Da kannst du sehr schnell sehr viel Nahrung herstellen. Ist aber auch sehr teuer. Genau, so viel dazu. Benzin wird hergestellt, indem man Leder und Öl in einen Schmelzofen reinschmeißt. Der macht dann automatisch Benzin. Das schmeißen wir dann zurück, solange wir noch keinen Stromgenerator haben. Schmeißen wir den hier rein und können ihn einschalten. Der ist sehr laut, Achtung. Ja, so sieht das dann aus. Übrigens, das Geblinke hier ist von unserem Heilschwein. Na, werden wir wieder ausschalten. Einfach um Sprit zu sparen. Genau, das ist dann auch alles ein großer Bestandteil von unserer Basis, von unserer neuen. So, Dani kocht wie eine Wilde. Ach nö, du.
Nö, du. Okay. Okay, ich würde sagen, das reicht erstmal an Sprit. Da brauchen wir jetzt nicht mehr machen. Öl müssen wir sowieso suchen und finden, also von daher. Der verbraucht auch nicht viel Öl. Aber nachher, spätestens dann, wenn wir die Stromgeneratoren haben, die wollen definitiv Sprit haben und da brauchst du dann wirklich ein bisschen mehr. Genau. Ich würde sagen, wir machen erstmal Schluss für heute. In der nächsten... Oh, seht ihr das hier, die Bugs? In der nächsten Folge fliegen wir dann wieder zurück ins Eisgebiet und werden dann gucken, wie viele Tiere wir diesmal mitschleppen. Und also wie gesagt, immer noch Suche nach einem Agi für mich eigentlich. Und ja. Zitin, Keratin, Öl, ja. Perlen und all so ein Kram. Ne? Ja. Das müssen wir auf jeden Fall machen. Jo. Unbedingt. Also, gerne beim nächsten Mal wieder ein. Was ist denn hier schon wieder los? Was denn? Haben wir keine Betten mehr jetzt? Ich weiß nicht. Es ist einfach nur traurig mit dieser Frau. Es ist ein Trauerspiel. Du hast gesagt, räum die weg. Ich brauche den Platz. Ich habe sie weggeräumt. Ich weiß gar nicht, warum du dich jetzt beschwerst, ehrlich. Mhm. Der Dodo ist nicht so schön. Oh, Pupsi. Genau, den Pup. Wie macht man Dünger? Ja, ganz einfach. Kacke sammeln. Ja, und dann kommen die hier in diese komische... In diese Komposter rein. Komposter rein, genau. Zack, hier ist übrigens kein Stroh mehr drin. Und mit Stroh... Genau, ach, ist kein Strom mehr drin. Ja, okay, dann passiert auch nichts. So, genau. Hol ich mal Stroh. Und der macht dann... Oh, hier ist auch kein Strom mehr drin. Ja, dann hole ich halt Stroh. Mein Gott. Zack, zack, jetzt hab aber, Fräulein. Nicht so jetzt. Genau, ne? Da gibt es dann Dünger für die Beete, die man auch noch bauen kann und muss. Aber das zeigen wir euch dann beim nächsten Mal. Genau, das braucht man dann auf jeden Fall für Kibbel und... ach, für ganz, ganz viel. Also das wird noch richtig, richtig viel, was da alles... Da kommt noch viel auf uns zu. Ja, ja, ja. Von daher, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja.